Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung von den Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und bevor wir loslegen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Hanni, Andreas, Urbex und Stefan für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei Jonas für den ersten Tipp, den ich bekommen habe. Und auch ein großes Dankeschön an alle, die heute aktiv am Livestream mitgemacht haben. Ich habe eine riesig gute Zeit verbracht in diesen 3 Stunden. Wir machen am Dienstag weiter. Wir treffen uns am Dienstag wieder. Falls es dich interessiert, bitte nicht vergessen, Dienstag 18 Uhr hier auf diesem Kanal. Giants hat wieder viel gearbeitet und viele Mods freigegeben und wir legen auch gleich los. Wir befinden uns hier gerade auf der neuen Karte, die heute rausgekommen ist. Und zwar heißt diese Karte Ruhige Landschaft, also Calm Lands. Es ist eine Karte, wo man sehr ähnlich wie bei der No Man's Land eigentlich von null anfängt. Also man hat hier zwar ein kleines Start-Equipment und auch eine Farm und auch ein Landstück, was schon bereit ist zum Ernten. Aber alles andere ist prinzipiell leer, bis auf ein paar wenige Stellen. Das ist die Karte, so sieht die Karte aus. Eines dieser Stücke des Landes hier kostet um die 180.000 Euro. Wir können sehen, also alles ist ziemlich leer. Wir befinden uns gerade hier oben. Das ist unsere Starter-Farm. Wenn wir als neuer Bauer starten, dann haben wir das Feld 1 und das ist unser Starter-Equipment. Auf der Karte sind ein paar Verkaufsstellen aufgebaut worden. Und zwar haben wir den Viehhandel, dann haben wir die Kooperative zum Verkauf von Gütern, die Milchprodukte, wo man verkaufen kann, dann Agropet, Methanstation, Knollen. Also wir haben verschiedenste Verkaufspunkte. Wir haben eine Elektroladestation, wir haben das Agroland und wir haben natürlich unseren Shop. Produktionsgebäude sind eigentlich keine installiert oder eingebaut worden, sondern das ist im Prinzip nur diese Verkaufspunkte. Alles andere muss man dann selber erbauen und erstellen, verdienen. Und das ist im Prinzip ein sehr ähnliches Konzept wie bei der No Man's Land Karte. Landschaftlich ist es ziemlich schön gemacht, finde ich. Ist es eine Karte, die mich dann ansprechen wird? Ich glaube eher nicht. Ich bin gerade wirklich sehr dabei mit meinem Oldtimer-Projekt an der Oldstream Farm sehr beschäftigt und daher werde ich mich jetzt da nicht zu weit verzetteln und bleibe hier dann meinem Projekt treu, was dieses Oldtimer-Projekt betrifft. Wir machen also jetzt weiter erstmal mit den Updates, die herausgekommen sind. 7 in der Anzahl und dazu kommen dann noch die 21 neuen Mods, die heute auch zusätzlich zu der neuen Karte herausgekommen sind. Wir legen los mit dem ersten Update, das ist entweder gestern Abend oder heute früh gerade nachgelegt worden und zwar außerhalb des normalen Rhythmus. Und zwar betrifft das die Mod Echte Schmutzfarbe, Real Dirt, die gestern gerade herausgekommen ist. Und zwar kommt die Mod von YPGTS 96, Downloadgröße 48 KB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac natürlich. Die Änderungsliste sagt: Behelfslösung von Abstürzen, die durch den Code der Spracherkennung verursacht wurden. Das ist also behoben worden. Das klingt für mich nach einem Hotfix. Es kann wieder losgehen und viel Spaß damit. Das nächste Update kommt von Raul y Christi 1 von VSR Modding Sur. Und zwar betrifft das Silo Neuro Multifruchtpaket. Der Changelog sagt, dass in der Kippzone, also in der Abladezone, jetzt kein Schnee mehr erscheinen soll. Kommen wir zu einem nächsten Update und zwar betrifft das auch ein Silo und zwar das Silo Multifrucht von Omatana. Downloadgröße 3,45 MB in der Version 1.1.0 und für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Silos werden jetzt auch von den AI-Helfern erkannt und können zum Laden und Liefern angefahren werden. Das nächste Update kommt von Ola Haldor und zwar auf sein Sägewerk-Pack mit der Downloadgröße von 10,79 MB in der Version 1.0.0.1 und für alle Plattformen. Und hier sagt der Changelog, es wurde ein Fülltyp für einen Holzstapel hinzugefügt, der die Standardpaletten mit Brettern ersetzt.
Auch von Ola Haldor zusammen mit NMC T-Bone kommt das nächste Update, und zwar betrifft das den Oracle TX 130 mit einer Downloadgröße von 24,36 MB in der Version 1.0.0.4 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, bei Verwendung der Steinkonfiguration kann Kalk in den Anhänger gefüllt werden. Also wurde quasi Kalk als Füllgut hinzugefügt. Von HR Forst und Fahrzeugbau kommt das nächste Update, und zwar betrifft das den MAN TGX Forst Sattelzug mit der Downloadgröße von 28,03 MB in der Version 1.0.0.1 und für alle Plattformen. Hier sagt der Changelog, Blinker im Armaturenbrett wurden gefixt, Tachonadeln wurden gefixt, die L10N-Einträge wurden angepasst und die Fahreigenschaften wurden gefixt. Kommen wir zum letzten Update in dieser Serie, und zwar kommt dies von ACVR, und zwar betrifft das seine neue Karte, die New Bartelshagen 2022 mit der Downloadgröße von 143,99 MB, jetzt in der Version 1.0.2.0 und für alle Plattformen. Und der Changelog sagt, dass einige Sachen geändert worden sind, also Füllstationen, Marker seien hinzugefügt worden, fehlende Einträge seien hinzugefügt worden, die Pferdeweide wurde überarbeitet und ist jetzt mit einem eigenen Store-Bild versehen. Deko-Objekte wurden überarbeitet, mehr Deko-Objekte auf den Höfen verbaut, Schönheitskorrekturen an Zäunen und so weiter. Viele Häuser wurden ausgetauscht, das Restaurant nimmt jetzt auch Sojabohnen und Milch an und es wurde eine Zuckerfabrik hinzugefügt. Wir legen los mit der ersten neuen Mod, die heute herausgekommen ist. Und zwar kommt diese von Agrardesign Austria. Dies ist der Tanko D80 mit der Downloadgröße von 1,77 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar handelt es sich dabei um eine Ballenzange mit einem Gewicht von 490 kg und zum Preis von 4000 Euro. Diese Ballenzange ist vor allem darauf ausgelegt, mit Quaderballen zu arbeiten, also damit kann man eine Quaderballe transportieren oder entsprechend verladen. Bei den Konfigurationen kann gewählt werden, ob das an einen Frontlader angebaut werden soll oder an einen Teleskoplader. Kommen wir zur nächsten Mod. Das ist eine kleine Mod, sehr unscheinbar, aber vielleicht sehr, sehr hilfreich. Und zwar ist dies die Ackerschiene von Anton in Klammer ATL. Mit einer Downloadgröße von 0,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ackerschiene mit einem Gewicht von 40 kg und kostet 140 Euro. Es gibt hier Möglichkeiten der Farbkonfiguration, und zwar die Hauptfarbe, die kann gewählt werden aus einer ziemlich großen Palette, die Designfarbe aus derselben ebenso großen Palette und die Designfarbe 2 kann gewählt werden zwischen Metall und Chrom. Das sind dann diese Metallteile hier. Die Siro-Abschiebegabel kommt von Fred Modding, Downloadgröße 3,54 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist eine Abschiebegabel zum Verdichten von Silage aus Gras- und Mais-Silage. Das Fassungsvolumen dieser Abschiebegabel liegt bei 2500 Litern, wiegt 1,5 Tonnen und hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und kostet in dieser Version, so wie sie da steht, 10.000 Euro. Es gibt hier absolut keine Konfigurationsmöglichkeit, deswegen gehen wir gleich weiter zu der nächsten Mod. Und zwar kommt diese Mod auch von Fred Modding, und zwar ist das die BRC-Schaufel. Für die Teleskoplader mit einer Downloadgröße von 1,1 MB in der Version 1.0 und ist ebenfalls für PC und Mac. Diese Schaufel hat ein Fassungsvolumen von 2200 Litern, einem Gewicht von 570 kg und wiegt 2 Tonnen. Auch hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Kommen wir zu einer Script-Mod, und zwar heißt diese Script-Mod Speed Control von Heddy. Downloadgröße 17 kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac natürlich. Und zwar fügt diese Mod den Fahrzeugen drei Geschwindigkeitsspeichern hinzu.
mit den Tasten 1, 2 und 3, also war es ja bisher so, dass man mit der 1 und der 2 den Tempomat hoch oder runter gestellt hat und mit der 3 hat man den Tempomaten eingeschaltet. Das wird sich jetzt ändern, also hat man mit den Tasten 1, 2 oder 3 drei Speicherplätze, wo man voreingestellte Geschwindigkeiten eingeben kann. Also sehr, sehr praktisch finde ich auch, wenn man dann einfach auf dem Feld ist und dann plötzlich auf eine feste Geschwindigkeit umstellen muss. Zum Beispiel beim Abfahren eines Dreschers kann man das ganz, ganz nützlich einfach benutzen. Also wir schauen uns das mal an. Also jetzt steht bei der Geschwindigkeit beim Tempomaten steht jetzt die 3 da. Wenn ich jetzt hier auf die 1, Taste 1 betätige, ist hier vorgespeichert 10 km/h. Auf der 2 sind 20 km/h vorprogrammiert und auf der 3 ist die volle Geschwindigkeit programmiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der 1 die auf 8 runterstellen muss oder will, dann gehe ich auf der Plus- oder auf die Minus-Taste auf dem Nomenpad, also auf dem Zahlenbedienfeld und kann das entsprechend hoch oder runter schalten. Im Menü kann man dies unter den Tasten Konfigurationen kann man hier die personalisierte Einstellung machen, was dann gedrückt werden muss, um dann diesen Mod erfolgreich zu nutzen. Wir kommen zu einer weiteren Mod von Agrardesign Austria und zwar ist das die Gewell Rundballen Transportgabel. Und zwar kommt diese mit einer Downloadgröße von 2,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ballengabel erstmal in dieser Version so her, dass sie eine Balle aufnimmt, ein Gewicht hat von 190 Kilo und kostet 2000 Euro. Und hier kann man konfigurieren, wo das Firmenlogo zu finden dann sei. Ein interessanter Aspekt hier ist das zweite Teil und zwar der DTR für 4000 Euro und zwar ist dies ein Adapter, wo man dann anstatt einer kann man dann zwei dieser Gabeln an seinen 3-Punkte-Kupplung anschließen. Das heißt im Prinzip kann man da dann zwei verschiedene Kupplungen aus einer entstehen lassen. Dieser nimmt dann zwei Ballen auf, wenn man dann natürlich zwei Gabeln angeschlossen hat. Wiegt 212 Kilo und kostet, wie gesagt, 4000 Euro. Auch hier kann natürlich entsprechend das Decal geändert werden. Also in dieser Konfiguration hier können zwei Ballen mit einem Umfang von maximal 160 cm transportiert werden. Und die Größe und die Breite vorne der Gabel kann natürlich entsprechend geändert werden. Hinten kann man auch Verstellungen einstellen. Kann man zum Beispiel eine der Gabeln kann man hochheben und kann dann auch die einzelnen Gabeln entsprechend noch steuern. Wir kommen zum Pöttinger Novadisc Pack und zwar auch von Agrardesign Austria. Die sind sehr aktiv im Moment, scheint mir. Downloadgröße 9,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pöttinger Novadisc Pack mit drei verschiedenen Mähern. Zum einen der Novadisc 265, wiegt 585 Kilo, braucht 50 PS, Arbeitsbreite 2,60 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h. Grundpreis 6500 Euro, also eine sehr, sehr günstige Option. Das Logo kann entsprechend hinzugefügt werden, entweder hinten, vorne oder beidseitig. Dann kann ein Schwarteller hinzugefügt werden und es kann ein Behälter oder Untergelenkskugel hinzugefügt werden. Entweder kann man nur die Untergelenkskugel haben oder nur der Behälter oder halt nichts oder beides. Bei den Farben können wir wählen zwischen Gelb Gummi und Gelb Plastik und bei der Designfarbe haben wir dasselbe in Gelb und Schwarz genauso vorhanden. Dann kommen wir zum nächstgrößeren Modell, das ist der 305er Novadisc. Wiegt 650 Kilo, braucht 60 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und arbeitet natürlich auch bei 22 km/h. Preis in der Option hier 7200 Euro. Hier haben wir exakt dieselben Einstellungsmöglichkeiten, deswegen überspringe ich das hier jetzt.
Dann haben wir als drittes haben wir den Novadisc 350er. Der wiegt dann 695 Kilo, braucht dann 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,50 Meter und arbeitet bei 22 km/h. Preis für diese Option hier 8.500 Euro. Und auch hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten, daher ging ich nicht nochmal im Detail darauf ein. Anzumerken ist halt einfach, dass diese sehr, sehr günstig sind, also zwischen 6.500 und 8.500 hat man bis zu einer Arbeitsbreite von 3,5 Metern und eine Leistungsnachfrage von 70 PS, finde ich eine sehr, sehr angenehme Leistungsanforderung. Das heißt, da könnte ich mir sogar überlegen, dieses Novadisc 350er bei mir auf dem Oldtimer Let's Play reinzunehmen, weil dies halt mit der Anforderungen mit meinem Trecker übereinstimmt. Kommen wir zur nächsten Mod, und zwar ist das die Lizard Multi Schneeschaufel von North Modding Company mit einer Downloadgröße von 6,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Multi-Schneeschaufel, die übrigens nicht nur Schnee schippt, sondern auch andere Produkte mit aufnimmt, und zwar alle Standardfrüchte, hat ein Fassungsvolumen von 6000 Liter, wiegt 1,2 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 4,6 Metern und arbeitet bei 15 km/h. Kostenpunkt 11.000 Euro. Bei der Konfiguration kann gewählt werden zwischen Standard und einer Erweiterung, welche dann die Schaufel auf 9000 Liter anwachsen lässt. Und bei dem Design haben wir das Basic Design und auch die D-Edition. Die hat dann hier an der Seite ein bisschen größeren Anbau. Und die Schaufelkanten können gewählt werden zwischen Shark P300 und Olofos 500. Daran angehängt haben wir einen großen Radlader, und zwar den JCB 419S. Kommt vom Autor Ross & Mods. Downloadgröße 11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser JCB 419S mit einer Leistung von 195 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 250 Liter und 45 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 48 km/h und wiegt 11,4 Tonnen. Der Preis in der Standardvariante 175.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Design kann gewählt werden, entweder mit einer Rundumleuchte, mit zwei Rundumleuchten und einem Blitzlicht. Bei den Hauptfarben haben wir die Standardpalette und auch bei den Felgenfarben haben wir eine Standardpalette mit ein paar Ausnahmen. Hier kann ein Nummernschild hinzugefügt werden und das war es auch dann mit den Konfigurationen an diesem JCB. Und dann kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten Mod, und zwar ist das die Fahr APN Ballenpresse und Autoload Ballenanhänger. Der wurde mir heute während des Livestreams empfohlen oder genannt. Und zwar beinhaltet dieses Paket, wie gesagt, die Ballenpresse, und zwar ist das die APN mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht lediglich 15 PS. Arbeitsbreite 1,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und presst Quaderballen in der Größe von 49 cm, also 1,5 Meter, und kostet günstige 8.000 Euro. Weitere Konfigurationen gibt es hier nicht. Dazu kommt der Autoload Ballenanhänger mit einem Preis von 5.000 Euro, lädt 105 von diesen kleinen Ballen, also zwischen 49 cm und 120 cm, aber die Zahl 105 bezieht sich auf die Ballengröße von 1,5 Meter, wiegt 1,6 Tonnen und kostet, wie gesagt, 5.000 Euro. Hauptfarbe haben wir die Standardpalette, bei den Felgenfarben ebenso, und das Praktische dabei ist, dass man im Prinzip hier hinten an der Ballenpresse ein Zugmaul hat, wo man den Autoload-Anhänger direkt anschließen kann. Und man sieht auch die Auslade von der Balle, die geht direkt auf den Anhänger drauf. Das heißt, der lädt dann das automatisch natürlich auf, weil es ja ein Autoload ist. Und dann hat man mit einem Durchgang im Prinzip alles aufgesammelt. Kommen wir zu einer weiteren Skriptmod, und zwar Füllstand des Zielobjekts. Und zwar kommt dieser Mod von Tinte, Downloadgröße 8 KB, in der Version 1.0 und ist natürlich nur für PC und Mac. Du möchtest wissen, wie voll der Anhänger ist, den du gerade belädst.
Häckslerfahrer lieben diesen Mod. Der Füllstand des angepeilten Anhängers wird nun im HUD angezeigt. Nur für Feldhäcksler verfügbar. Bei anderen Mähdreschen ist es nicht möglich, den Füllstand des Anhängers anzuzeigen, da das Basisspiel die Fülleinheiten nach Pflanzenart gruppiert anzeigt. Kommen wir zum Coldtimer L300 mit der Limbe Seemaschine. Und zwar kommt diese Kombination auch von Fred Modding. Downloadgröße 8,07 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Kombination zwischen Gruber und Seemaschine mit einem Tankvolumen von 800 Liter für Saatgut, wiegt 2,2 Tonnen, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Auch dieses Gerät hier kostet lediglich 18.000 Euro. Mit dieser Seemaschine können alle Standard-Getreidearten gesät werden. Das heißt also Gerste, Weizen, Hafer, Raps und dann Sojabohnen, Sorghumhirse, Gras und natürlich auch Ölsaat. Von Adub Modding ABP Team kommt das Kräner Güldefass mit einer Downloadgröße von 2,13 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Volumen von 6 Kubikmetern Füllmenge, wiegt 2,2 Tonnen, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und arbeitet bei 14 km/h. Grundpreis 8.000 Euro. Also das ist jetzt der zweite Tag in Folge, wo Güllefässer freigegeben werden, die unter 80 PS verlangen. Hätte ich das vorher gewusst. Also jetzt muss ich mir schon fast die Haare raufen, dass ich den Tracker geändert habe bei mir auf der Oldstream Farm. Aber es ist so, wie es jetzt ist. Da ändern wir jetzt nicht nochmal zurück, sondern so ist es, wie es jetzt ist. Ne? Bei den Konfigurationen können wir festlegen, ob dekorative Schläuche hinzugefügt werden. Und zwar können mal links, rechts oder beidseitig diese Schläuche hinzugefügt werden. Von JTAF kommt der nächste Mod und zwar ist das der Johnston Brothers modularer Anhänger und zwar mit einer Downloadgröße von 6,04 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser modulare Anhänger zum einen mal natürlich die Basis und zwar dieser Pritschenwagen mit einem Gewicht von 2,6 Tonnen und mit den Kosten von 11.500 Euro. Bei den Konfigurationen können wir entweder einen niedrigen Anhängepunkt auswählen oder einen hohen Anhängepunkt, wobei ich also keinen Unterschied feststelle. Bei den Reifenvarianten haben wir zwei Optionen, den Conticross Track oder den Hybrid. Und bei der Hauptfarbe haben wir die Standardpalette. Aufgrund von diesem Pritschenwagen können verschiedene Module hinzugebaut werden. Und zwar haben wir einmal das Forstmodul für 2.375 Euro mit einem Gewicht von 175 Kilo. Und auch hier haben wir dieselbe Farbpalette. Oder dem Ballenmodul. 50 Kilo wiegt dieses und kostet 1.750 Euro. Oder das Tiertransportmodul im Preis von 7.500 Euro. Mit einem Gewicht von 1,7 Tonnen, welches dann 9 Stück Rind, 16 Stück Schwein und 12 Stück Schafe transportieren kann. Also ich habe es versucht, ich habe es nicht herausgefunden, wie man dann diese Module dann draufpackt. Also ich bin rechts und links daneben gefahren, habe auch von hinten versucht, das zu montieren, einfach hinfahren und dann heißt es mit der Q-Taste normalerweise diese Module einfach aufladen. Der Tieranhänger habe ich nicht versucht, dann fährt man einfach drunter und dann sollte das gehen. Aber die beiden Module wie das Forst und der Ballenmodule, die konnte ich nicht hinzufügen. Wahrscheinlich, weil ich manuelles Ankuppeln drin habe, deswegen hat das nicht funktioniert. Falls jemand weiß, ob ich etwa einen Fehler gemacht habe oder woran es gelegen hat, dann bitte in die Kommentare reinschreiben, denn so kann ich natürlich auch lernen, dieses Modul zu nutzen. Wir kommen zu dem nächsten Mod und zwar kommt dieses Mac Flachbettpack von Agrotron Modding mit einer Downloadgröße von 29,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Trackern. Einmal den Pinnacle 6x6, den Anthem 6x6 und dem Superliner 6x6. Wir starten mit dem Pinnacle 6x6. Und zwar kommt der mit einer Leistung von
425 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 545 Litern für Diesel, Maximalgeschwindigkeit bei 80 km/h und wiegt 8,9 Tonnen. Preis 93.500 Euro. Hier haben wir verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Zum einen mal die Kabine. Bei der Motorenausführung haben wir die 425er mit 425 PS, dann haben wir den MP8 mit 455 PS, den MP8 mit 505 PS und bei den Hauptfarben haben wir die Standardpalette, ebenso wie bei den Felgenfarben. Natürlich kann hier das Kennzeichen hinzugefügt oder und geändert werden. Kommen wir zum Anthem 6x6, der hat auch 425 PS. In der Leistung manuell geschaltet, 400 Liter Tankfüllmenge, 80 km/h Maximalgeschwindigkeit, 8,8 Tonnen und kostet auch 93.500. Hier haben wir natürlich dieselben Einstellungsmöglichkeiten, also hier die Kabine. Beim Design 1 oder 2 kann dann gewählt werden, entsprechend ob vorne nochmal ein paar Spiegel montiert werden. Die Motorenausführungen ist der MP7 mit 425 PS, den MP8 mit 455 PS und den MP8 noch mit 505 PS und wieder zurück. Also im Prinzip genau dieselben Motorisierung. Alles andere bleibt sich wie gehabt. Kommen wir noch zum Superliner. Der hat eine standardmäßige Leistung von 500 PS, wird auch manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 400 Litern und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h und wiegt 8,8 Tonnen. Der Preis hier 110.000 Euro. Hier beim Design kann ein paar Dekals ausgewählt werden und zwar haben wir hier vier verschiedene Varianten. Bei den Felgenfarben haben wir dieselbe Standardpalette, alles andere bleibt sich gleich. Und das war es von diesem Pack. Ein sehr schönes Pack für die Ami-Freunde, also sehr schön gemacht. Ich würde sagen, für die Wild West wäre das definitiv eine Option. Es gilt zu beachten, dass diese Plattformen keine Autoload-Plattformen sind. Das sind ganz normale Plattformen. Kommen wir zur nächsten Mod und zwar ist das die Rübenschnitzelanlage von Vertex Design mit einer Downloadgröße von 6,95 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und natürlich finden wir diese Rübenschnitzelproduktionsanlage in Produktionsfabriken, kosten 125.700 Euro. Und zwar braucht diese Rübenschnitzelanlage braucht die Zuckerrüben, dann Wasser. Und daraus wird hergestellt Steine, Gülle und Zuckerrübenschnitzel. Wer hat sie vermisst? Die typische Scheune vom 19er LS. Hier ist sie wieder und zwar gebracht von Rajak. Downloadgröße 9,57 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Scheune mit einem Fassungsvolumen von 500.000 Litern von Stroh oder Heu. Kostet 55.000 Euro, Unterhaltskosten pro Tag 15 Euro. Dieser Wasserturm kommt von Nicopix mit einer Downloadgröße von 4,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist es natürlich eine Möglichkeit, Wasser zu holen, hier hingebaut, hinfahren und abzapfen. Preis 7.800 Euro. Von Sandhill Modding kommt das Brückenpack. Und zwar mit einer Downloadgröße von 3,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier steht er, der einsame Herr. Und zwar zu finden unter Dekoration und sonstigem gibt es eine große Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, eine Brücke aufzubauen. Also gibt es kleine Brücke, Einradbrücke, mittelgroße Brücke und so weiter und so fort, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Brücken in die Landschaft einzubauen. Es wird darauf hingewiesen, dass man die Brücke so aufbauen soll, dass ein Ende auf jeden Fall dahin gebaut wird, wo eine ebene Fläche ist, damit der Übergang gut stattfinden kann. Und dann das andere Ende anhand des Landscaping-Tools entsprechend hinzugebaut werden soll. Also meine Künste in Sachen Landschaftsbau ist nicht meine Stärke, aber so etwa sollte das dann vor sich gehen.
Gestern konnten wir das französische Bauernhauspack vorstellen. Heute dürfen wir vorstellen das amerikanische Farmgebäudepack. Und zwar natürlich von der Oma Tana. Downloadgröße 89,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar bringt das Paket verschiedenste Möglichkeiten an Farmhäusern. Also zum einen zum Beispiel das Weiße, das Rote, das Blaue, dann wieder ein Weißes, ein Rotes, verschiedenste Formen, auch wieder ein Weißes, alles ganz verschiedene Formen von Farmhäusern. Hier kann ich diese nicht platzieren, weil natürlich die Standardfarm noch aufgebaut ist. Aber wie immer mit Oma Tana hat man diese Farmhäuser nicht nur als Farmhaus, sondern auch als dekoratives Objekt. Also man kann hier sowohl entweder die Farm als Farmhaus aufbauen oder auch als dekoratives Objekt aufstellen. Zu dem Pack gehört auch ein Silo, und zwar dieses Farmsilo. Und zwar gehe ich davon aus, wie ich die Mods von Oma Tana kenne, ist es auch wieder ein Multifrucht-Silo, steht hier auch. Dann gibt es auch eine Silo-Erweiterung, und zwar einmal für 5 Millionen Liter, einmal für 3 Millionen Liter und einmal mit 2 Millionen Liter zusätzlichem Volumen. Und wie könnte es anders sein, kommt natürlich das ganze Paket auch noch mit einer großen Anzahl an verschiedenen Schuppen, passend angepasst an die Farben der Farmhäuser. Also 3 große Schuppen hier, alte Scheune. Dann haben wir eine lange Fahrzeughange, dann dasselbe in Blau, in Grün und in Rot. Dann haben wir eine offene Fahrzeughalle und dann haben wir eine offene große Fahrzeughalle, also sehr lange. All das gehört mit zu dem Paket dazu. Natürlich auch ein oder zwei verschiedene Carports können hinzugebaut werden. Das sind alles die Optionen, die mit dem Paket von Oma Tana kommt. Wieder mal eine richtig gute Arbeit hier. Schauen wir uns mal kurz die Texturen an. Die sehen richtig High Definition aus. Also da ist das Parallax Occlusion hundertprozentig eingesetzt worden. Ganz schön gemacht. Detailverliebt, wie Oma Tana ist. Hervorragend. Ganz herzlichen Dank dafür. Kommen wir zu der letzten Mod von heute, und zwar ist das finnische Big Bag und Palettenpack. Und zwar kommt dieses von Farmari 99. Downloadgröße 7,44 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar bekommen wir in diesem Paket zum Beispiel Paletten mit Saatgut, Weizen, Schweinefutter, Gras, Hafer, Mineralfutter, Siliermittel, entweder als Kanister oder als Palette, dann Siliermittel als Tonne oder eben mit 2 Tonnen. Dann haben wir mehr oder weniger dasselbe als entweder Big Bags oder kleinen Säcken, also hier die Saatgut mit einem Volumen von 50 Litern, Weizen, Schweinefutter, Gras. Das alles so wie schon vorhin eben gehabt. Dasselbe dann auch als große Big Bags, Mineraldünger, Saatgut, Stroh kann auch gekauft werden als Big Bag. Das ist sehr interessant, und das war es von diesem Paket. Eine super schöne Sache für die PC und Mac Spieler. Hoffentlich kommt das dann auch noch später für die Konsolen mit dazu. So, hier ist es jetzt 0.21 Uhr in der Früh oder in der Späte. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Einschalten. Das war die Mod-Vorstellung von heute, dem 17. Februar im 2022. Es hat mir großen Spaß gemacht, dies für euch aufzunehmen. Jetzt kommt das Zusammenschneiden und dann werde ich das dann auch so schnell wie möglich hochladen. Ganz herzlichen Dank für den freundlichen Tag heute, den ich gehabt habe, mit den lieben Abonnenten, die mit dem Livestream mit dabei waren. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, auch ein Feedback in dieser Art zu bekommen. Bitte scheut euch nicht, am Dienstag um 18 Uhr auch einzuschalten, um dabei zu sein, wenn wir über verschiedene Projekte sprechen und dann auch den Ausblick darauf halten, wie es dann weitergehen soll. Ganz herzlichen Dank nochmals fürs Einschalten. Bitte lasst doch das Abo da, falls ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen wollt.
lasst mir auch euren Daumen da, sollte euch diese Art von Video gefallen. Und dann wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.